よければチャンネル登録もよろしくでごわす。Hallo Koski und willkommen zurück zu Digimon Story Service Loop. Das letzte Mal haben wir uns mit Nokia und Eden getroffen. Sie hat mit uns ein bisschen quasi trainiert, obwohl wir davon nichts wussten. Dann haben wir festgestellt, dass Kishibe und Tsuru die Saxon und die anderen Hacker ausnutzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, weil das ihr Plan sind und jetzt wollen sie hier unter Null zurückerobern oder halt, ja, erobern halt. Ich weiß mittlerweile, wo wir uns wieder treffen, und zwar in Eden, aber Arata hat nicht gesagt, wo genau, hier. Wie immer macht Nokia einfach drauf los. Sie ist sogar recht weit gekommen. Genau, und Nokia hat dann einen dummen Plan wieder gehabt und ist dann losgegangen und möchte da mitmachen. Nun beschließen Arata und Scary, Nokia zu folgen. Die anderen Hacker sind in den Valhalla-Server gelangt und auf dem Weg nach Unter Null. Etwas ist aber vor an der Sache. Der Valhalla-Server hätte nicht so leicht zu knacken sein dürfen. Entweder hat Yugo uns hereingelassen oder jemand anderes. Stinkt jedenfalls nach einer Falle. Auf dem direkten Weg holen wir Nokia jedenfalls nicht ein, aber es gibt eine Abkürzung. Damit haben ja meine Kameraden und ich einen Geheimgang gegraben. Wir haben Valhalla schon mal geknackt. Oh. Wir haben später noch Zeit für Nostalgie. Wir sollten uns beeilen, um zu Valhalla zu vergehen. Was für eine Überraschung. Kommt jetzt ein neues Gebiet? Ja. Valhalla-Server. Oh. Weltraummäßig sieht das aus. So, wo ist Nokia? Hier scheint sie nirgendwo zu sein. Wir müssen einfach weitersuchen. Da liegt gleich was. Mamemon-Medaille. Und ich bleibe nicht einmal von Dings verschummt. Schlafen, wenn man müde ist. Essen, wenn man hungrig ist. Was für ein Leben. Auf einer Farm kannst du mit allen spielen und trainieren. Versuch's mal. Ich guck's mir mal kurz an. Export. Oh. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir wieder auf solche treffen werden. Der erste ist down. Und der ist auch gleich down. Oh, wie heißen diese Digimon nochmal? Gatromon. Verteidiger-Patch Quadromon-Medaille. Ja, ich bin falsch abgebogen. Den holen wir uns auf den Rückweg. Oh! Und diesmal werde ich diese sparen. Oh, guck mal, da unten ist ein Hacker. Oh! Sakumon heißen, glaube ich, aber wie heißen die jetzt? Platinum Sakumon. Keiner war Sukamon statt Sakumon. Aber ich war schon etwas richtig.
Fehlerbarriere. Die haben was Neues gelernt. Kennen Bimon und Rapidmon oder was Taumon, der auch was gelernt hat? Keine Ahnung. Aquamarin. Oh, jetzt reicht es aber. Oh, Greymon und irgendwas wieder mit Gaumon. Gaugamon. Achso. Yay! Ich habe das Gefühl, dass ich gegen diesen einen Hacker antreten muss, der jetzt hier unten ist. Was Hölle war denn das? Wie können diese dämlichen Schläger so verdammt stark sein? Streitbare Saxon-Hacker. Vor allem diese Tussi, die Anführerin, echt mal, ich habe kein Wort verstanden, aber die hatte es echt drauf. Meint sie Nokia? Oh Gott. Ungeduldiger Hacker. Ich habe gehört, dass es schon jemand nach unter Null geschafft hat. Ich muss mich beeilen, wenn ich es auch sehen will. Da unten ist noch ein Hacker. Farm-Erweiterungs-Plugin. Oder Plugin. Oh, dann noch ein Kit dazu. Nee, ich war doch hier. Oh, Leomon! Und Rapidmon, es waren noch Zeiten, als du nach Gargumon warst. Panikrauch. Hauch. Ich aktiviere das schon mal. Oh cool, wir können noch zu Dings gehen. Frecher Code. Rotes Muster, Fehler, rotes Muster, Fehler. Was? Daneben? Gut, wenn du so lange den angreifst, ist alles gut. Oh, ey. Jetzt reicht es aber doch mal. Oh.
Gut gemacht. Alter. Die rauben jetzt hier die ganze Zeit. Oder doch bei beiden Seiten rot? Also doch rot. Ach da! Das habe ich total übersehen, Alter. Jetzt reicht es aber wirklich mal hier, ja? Ich möchte heute noch vorwärts kommen. Also nervt jetzt mich nicht damit. Ich überlege gerade, vielleicht müssen hinten rot sein und vorne blau. Ohne Witz, ich bin fast wieder bei 20 Minuten. Nur weil ich jetzt hier die ganze Zeit herumhänge. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass dieser Part jetzt die Hälfte der Folge einnimmt. Dabei möchte ich heute noch weiterkommen. Weil einfach dieses halbe Gespamme nervt.
Ich brauche noch meine Dings. Auch wenn es ein bisschen schwachsinnig ist, zu fliehen, das nimmt jetzt mir zu total die Zeit. Denn mich nervt das langsam. Sag mal, was willst du denn von mir? Doch wieder kreuz und quer? Boah, ey. Kotzt das mich gerade voll an. Dass Digimon mich auch mal ein bisschen zum Weißglück bringt, hätte ich jetzt eher weniger erwartet. Aber irgendwann nervt es wirklich. Kann nicht sein, dass ich gefühlt 10 Minuten jetzt für diesen Scheiß brauche. Auch wenn es nur circa eine Minute, dass der hier dauert, oder eine halbe Minute. Nervt es einfach nur noch. Fresse halten jetzt! Gut, ich wollte nur sicher gehen, dass da gar nichts ist. Na endlich! Also war es doch zweimal blau. Mann, Mann, Mann. Ging mir das ziemlich auf den Zeiger. Oh. Ich kann ihn zurück digitieren zu diesem Tankmon. Repamon kenne ich gar nicht. Oh, Kurisarimon, Woodmon. Oh, ich kann Chromon degetieren lassen. Mache ich auch. Kommt jetzt Galantmon oder eine andere? Nee, wie heißt das nochmal?
War Growlmon. Gut, ich habe noch genügend Platz. Enttäuschtecker. Klar, einfach reinspazieren kann man nicht, aber uneinnehmbar ist es ganz sicher auch nicht. Wobei, für den Hype ist es vielleicht ein bisschen spät. Werde das wieder auf 30 Minuten ziehen. Oh, was? Westmon-Medaille und Guadromon-Medaille erhalten. Cool. Also je nachdem, was jetzt kommt. Ich werde doch hier die Folge beenden. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ich werde gleich danach weiter aufnehmen. Nämlich nicht, dass es jetzt wirklich mehr als eine halbe Stunde oder so geht. Und was wäre, wenn jetzt dann auch jetzt eine Videosequenz kommt und dann nehme ich versehentlich viel länger auf als eine halbe Stunde. Deswegen mache ich jetzt hier eine Aufnahmepause. Und ja. Ja, ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie euch dieser Part gefallen hat. Ich würde mich auf ein Like und ein Abo freuen. Ist keine Pflicht, aber würde für mich schön sein, damit ihr mich ein bisschen unterstützt. Ansonsten deabonniert die anderen und abonniert da für mich, dann bleibt mir alles frisch. Ansonsten tschüss, Koski, und bis zum nächsten Mal. Tschüss.